Hi Meno! Hallo! Seltsam, du siehst mich nicht, du hörst mich nur. Hey, du siehst mich nicht! Nein! Die Bäume, die schönen Bäume! Ja, die müssen jetzt endgültig weg, weil ich hab den Gartenhacke. Und das heißt im Umkehrschluss, endlich können wir Mais anpflanzen. Endlich, ja. Heidelbeeren. Müssen wir einfach mal ein Kartoffelbeet finden. Ja. Stell dir mal vor, es gibt dann leckeren Kartoffelauflauf mit Rettung! Ah, ja? Was ist das? Wo kommt das her? Was denn? Das ist, du hast hier einen Baum gepflanzt. Der Baum muss weg. So. Oh, wie. Mein Boden. So. Dann nehme ich ein bisschen davon und davon. So. Also, wir hatten ja die letzte Folge so, dass ich versucht hatte, einen Schatz auszugraben. Das leider Gottes total in die Hose ging. Passiert. Leider Gottes. Deswegen haben wir gesagt, okay, da ja unser Rettsam schon 2 Folgen jetzt buddeln durfte, musste und bauen musste, übernehme ich das diesmal. Beziehungsweise jetzt darf Rettsam endlich auf die Pirsch gehen. Ich hoffe, er ist mit seinen Quests, wenn er die macht, erfolgreicher als ich. Ja. Wobei die Quests wären, glaube ich, doof, weil die müssen wir zusammen machen, oder? Wegen Teilen und so. Ich habe keine Ahnung, wie das zählt. Keine Ahnung. Puh, dann sind wir schon zu zweit. So, aber natürlich, graben nicht musste, sondern durfte. Das ist für mich ja immer ein Vergnügen. Ja, natürlich. Also, ich kenne das ja. So. Ja, toll. Ein weißer Sedan, looten 3 Stück Holz. Ja, irgendwie ist das Zeug in den Autos nicht mehr so prickeln. Also ich habe das mit 17.3 noch besser im Kopf. Mhm. Ja, 2x looten, Millionär. Also fast. Ja. Ist leider Gottes etwas schlechter geworden. Aber gut, man kann ja nichts dagegen machen. Ja. So. Das heißt, du legst jetzt Felder an. Felder! Ich lege jetzt nur 4 Felder erstmal an. Ja. Weil ich. Hoppala, da war ein Hänger. Nebenbei noch Bruchsteine mache, um die obere Ebene mal langsam auszubauen. Ja. Ziel ist, dass ich es in dieser Nacht schaffe, die Bodenebene komplett fertig zu machen mit den seitlichen Überhängen. Mhm. Sprich, dass die dann auch noch mit Holz verkleidet sind, dass das alles wunderbar sauber ist, die Felder unten gepflanzt haben, soweit es geht. Ja. Wir gucken mal, was wir dann letztendlich schaffen werden von dem ganzen Vorgenommenen. Ja. Aber ich bin da recht guter Dinge, dass wir da recht viel schaffen werden. So. 16. Bob's Bakery. Dann ist es auch eigentlich egal, was wir da reinpflanzen, weil wir noch nicht so viel haben. Später wird es dann interessant, wenn wir die Außensachen mit dazu nehmen, die Außenfelder mit dazu pflanzen. Da kommen dann richtig nette Sachen dabei raus. Ja. Den Cotton brauche ich jetzt nicht ansetzen. So. Wir gucken mal hoch. Oh, yeah. Ja, genau. Dann gucken wir da wieder hoch und fallen dann wieder runter. Wem es aufgefallen ist, ich habe natürlich ganz toll den Tunnel und zum Runterfallen alles toll gemacht, großartig, super Sache, aber es fehlt natürlich der Kampfkäfig. Den mache ich dann später. So, den habe ich nicht vergessen, nein. Wir werden morgen schon machen müssen, hm? Mm, ja. Also was hätten wir machen müssen, die dürfen wir morgen machen. So.
ist denn das? Oh, das mag ich nicht, wo diese drei nebeneinander sind. So Weapon Shop und die drei aneinander in einem Haus. Ja, ich glaube, da müssen wir mal eine XXL-Folge machen. Also eigentlich ist es relativ einfach, das einzunehmen. Ich mach das Haus, du machst das Militärlager. Komm, das ist doch ein geiler Deal, hä? Ich glaube, das ist okay. Ja, okay, gut. Ich komme da aber nicht mit rein in die Kläranlage. Also nicht Militärlager, Kläranlage meine ich. Kläranlage, so, so wie Raketensilo, ja. Ja, genau. Das darfst du machen, ich werde draußen. So. Also wie gesagt, ich habe einen heiden Respekt vor diesen Raketensilos, weil wir haben das mal gemeinsam im Spiel gemacht und wurden dann von den Bären regelrecht zerfleischt. Wieder sind Bären drin. Ja, da waren Bären drin. Ja. Fiese Raketenbären. Ja. Ich weiß nicht, wie waren es? Drei oder vier? Ich habe gerade überlegt, wie viele, aber... Also ich war natürlich, wie sie es gehört. Ich höre es bestimmt schon, ja, ja, er war wieder tot. Ja, ich war tot. Von alleine. Ich habe es nur von der Ferne Peng, 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 Peng gehört. Irgendwann war Ruhe. Weil ich keine Munition mehr hatte. Als ich kam, pflasterten Bären meinen Weg. Und das ist kein Witz. Deswegen weiß ich es nicht. So. Also Loot ist da wirklich nicht jetzt überragend. Okay. So. Na, zumindest habe ich mal Kartoffel gefunden. Schön viel Kartoffel. Au! Und einen Geier. Das ist doch mal was. Na, irgendwas hat jetzt wieder... Als wenn wieder jemand online käme. So. So. Gut. Bauen wir mal, würde ich sagen. Also wer sich wundert, ich mache jetzt hier gerade die Außenfassade etwas fertig. Da Retzam hier schon etwas tiefer gebuddelt hat, muss ich natürlich auch die Säulen etwas tiefer setzen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Und werden versuchen, rundum, soweit es geht, nach oben zu bauen. Weil bis zur Außenfassade. Da hinten ist ein Zombie, den machen wir mal weg. Bis zu der Außenfassade werden wir im Endeffekt das Ganze aufbauen. Also zumindest im ersten Stock. Ja. Ich glaube, der Zombie hat seinen Arm verloren. Nee, hat er nicht. So. Aber er ist weg. Muss aufpassen. Ich habe nicht so viele Pfeile. So. Das ist wieder so ein Trailerpark. Ja, das ist doch was. So. Ja, ich radel dann einstweilen außen herum wegen Nacht und so. Ja, das ist verständlich. So. Nein, natürlich verklickt. Wäre sonst langweilig. So, ich schau mal, wo ich jetzt... Ah, okay. Wahnsinn, wie viel... Was habe ich denn da jetzt gemacht? Genau, so muss es sein. So, das Licht da rein. Gleich zwei Blöcke falsch gesetzt. Glaubst du es? Bruchstein?
wird schon kommen, die ganzen Bäume wieder zum Vorschein. Also jetzt, Ratsam, bitte noch keine Bäume mehr einfach pflanzen um die Welt herum. Bäume? Dann kannst du das gerne machen. Der wird es wieder tun. Genau, weil wir mit dem Berg. Retzerbart, der Triggermaster. Ja, genau. Jetzt hat es den Zombie zerrissen. Welchen Zombie? Ah, die Sounds in der verbrannten Ebene widerlich. Das war jetzt wie so ein Schrei. Bäh. Dieser Kinderschrei. Mhm. Mhm. So. Dann nehmen wir das hier. So, da ist irgendwo. Ich will das natürlich jetzt auch nicht auslösen, mitten in der Nacht. Aber ich glaube, es wird mir nichts überbleiben. So, schauen wir mal. Wieder ein Auto gelootet. Aloe Vera Samen. Schön. Einer. Ja, immerhin. Ja, ja, man darf nicht undankbar sein, ja. So. Mir fällt gerade was ein. Hm. Ich muss mal kurz meinen Rucksack herausfinden. Da. Der gehört rechts an. Schlafsack zum Aufheben. Platzierst du die Rucksäcke um? Wow, wow, wow. Nein, ich hab nur meinen neu platziert. Dass mein Schlafsack wieder da ist, weißt du? Ja. So. Dankeschön. Schon mal, ja. So, ich glaube, ich fahre jetzt noch einmal zurück. Schade, 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 schade. Oh, ein Raketensilo. Ach, wie schön. Meine ich. Was willst du mir damit sagen? So, die nächste Gasse. Oh, gar nichts, gar nichts. Nein, 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 nein. Ja, ja. Da vorne, ja. Schauen wir mal. Ach, bin ich falsch gefahren? Ja, ja. So. Menschenskind. Du musst mir deinen Namen mal deine Spitzhacke da lassen. Ja. Okay. Dann machen wir das so.
kommt zurück. Wieso? Und bringst du gleich, ne? Ohne Spitzhacke ist das. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Es sind keine Störenden. Ja. Nur später, also das reicht auch am Tag dann. Das ist nichts Gravierendes, was jetzt schiefgegangen ist. Bis jetzt. Außer, dass ich jetzt wieder runtergefahren bin. Aber das kennen wir ja schon. So. Aha. Ich muss noch Leiter holen. Interessant, wie ich denn da. Ja, gut. Von der Seite kam ich noch nie. So, da ist er gleich. Jetzt bin ich schon auf der Straße vor unserem Häuschen. Schön. Na, nimmt ja Formen an. Ja. Oh, ich muss ein wenig höher stellen. Ja, ich muss jetzt auch höher stellen, 85. Weil jetzt sind wir. Aber ich bin jetzt schon bei 100%. So. Das finde ich schon sehr heftig. So, Spitzhacke habe ich in die Werkzeugding reingelegt. Das Klebeband, das. Dann ich muss einmal hier. Ich hatte doch so viel Pflaster. Ja, ganz rechts außen in der Kiste. Ja, ich produziere auch gleich nochmal welche. So. Die 479 nehme ich noch raus. Ich nehme eigentlich alle raus. Rezepte, Pflastersteine. Was da rein? So, und schnell wieder fahren. Pflastersteine? Nein, nicht mehr viel. Nachher dann nur für den Käfig, also für die Plattform und Ecksäulen und Rahmen. Also, ja, nicht viele. Also ich brauche schon eine ganze Menge. Mhm. Also später dann. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Was wollte ich jetzt? Ah, was trinken, genau. So, also wieder auf dem Rückweg. Jetzt auch. Immerhin. Nicht mehr Nacht besser. Und du hast die Spitzhacke. Ja, wo hast du die rein? In welche Kiste? Die erste war das, ja? Nein, die zweite. Da, wo alle Werkzeuge, da habe ich sie dazu gelegt. Kartoffeln, nur eine Saat Kartoffel? Ja, aber ganz viele fertige Kartoffeln. Ich seh's. Die werden wir gleich mal abändern. Saatkartoffeln maximal 15 Stück plus der eine sind 16 Stück. Das reicht genau aus. Perfekt. So, Spitzhacke, wo ist die Spitzhacke? Da ist die Spitzhacke. Das ist schon viel wert. Das ist schon sehr viel wert. So. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich hier. So. Da haben wir die Heidelbeeren. So. Ja, genau, Heidelbeeren, Kartoffel und noch irgendwas habe ich gebracht. Mhm. Ah, jetzt wird's wieder heller. So. So, dann kann ich da Gamma runterdrehen. So. Ja, viel besser. Düster. Ich hoffe, auf YouTube sieht man noch was. Aber sonst. Also ich hoffe bei mir auch.
Oh, ich krieg Besuch, ich krieg Besuch. Gibt's ja nicht. Oh, toll, eine Horde. Aber sie sind langsam. Letztes Jahr. So. War das hier? Ich hoffe. So, mit ihr und mit ihr. So, dann schauen wir mal. Also wir müssen noch eine ganze Menge bauen. Aber das kriegen wir alles hin. So, So. lass das Gamma jetzt mal noch kurzzeitig oben. Aber nur kurzzeitig, bis dieser eine Block hier weg ist, dann haben wir so ungefähr 4:15 Uhr. Dann kann ich das runterschrauben. Oh, sogar nur 4:10 Uhr. Aber das reicht trotzdem. So, ab. So, dann gehen wir da mal rein. Machen wir das Ganze wieder schön. Video Die auf 75%. Spitzhacke. So. Tut mir leid. Hier hab ich. Ja, alles gut, alles gut. Okay, endlich wieder Kontrolle über das Ganze. Komm ich nicht mehr, schade. Wir machen jetzt hier einen zweiten Ring außenrum. Klopfe und klopfe und da kommt keiner. Du bist ja auch nicht der Maino. Das ist jetzt der vierte. Fertig ist er. Ja, jetzt wollen sie raus. Heißt, wir werden jetzt. Ja. Außenrum in der Mitte bauen. Hier, da. Sind die laut alle hier? Geil, wenn wir beide reden, gell? Aber vor lauter Zombie, ich höre dich fast gar nicht. Rechts? Er hört mich nicht. Er ignoriert mich. Kannst du nicht. Was sind die laut, Alter? Was machen sie denn? Das hört sich so an, als wären es von allen Seiten rundherum. Irgendwann wird es leiser, ja. So. Ja, gute Frau, mach die Tür auf. Könnte sein, dass das mit dem Treppen dann nicht gut reicht. Da steht's da. Oh. Echt, der ist es. Ich hab mal den Schuss. So, endlich Ruhe. Boah. Alles gut? Ja. Ich verliere nur meine Nerven. Hat dich einer erschrocken? Ja. Weiß mal, wie das ist, wenn man sich hinter einem versteckt. So. Der Ring ist fertig. Jetzt haben wir hier lauter Löcher. Wir könnten, also wir wollen hier Klappen drauf packen. Wenn wir jetzt die Klappen so drauf packen würden, würden die Klappen durchbrechen. Das ist, glaube ich, vielen von euch schon passiert. Wir brauchen von unten her ein Gegensteck. Und da eignen So. sich die Leitern wunderbar. Also das reicht vollkommen aus. Man muss sie nur mit ansetzen. Und dann kann man.
Wunderbar. Ach da. Klappen oben drauf packen. So, ich schau mal rauf. Ein schönes Bild. Weg damit. Ein schönes Bild weg damit. So. Ja. So, jetzt schauen wir mal. Was waren wir denn schon? Wir hätten ja da drüben diese Stimme. Jetzt das sind wir Ja. ein. Vier. So, da ist ja alles gut. Ja. Au. So. Sehr, sehr viele Zombies. Mann. Da kommt auch gleich einer rein. Ich gehe in die Garage. Ist die Dame ein wenig feral? So. Zombies da in dem Haus sind. So, jetzt ist wieder besser und ruhiger. So, jetzt gehen wir gleich da rein. Wir wollten rauf. Schiefer. So, in so einem Medizin-Loot-Ding, was dann zerplatzt, wenn man Krankenhaus? es gelootet hat. Nein, nein, so ein ganz normales. Nein, ich habe gefragt, wo du bist. Ja. Du bist in so einem Medizinbaukasten, oder wie? Nein, in einem normalen Haus, aber da war so ein Loot. Ja, so ein Loot-Stack von Medical Supplies Ding. Ja, aber ich wollte ja nicht wissen, was du da hattest, sondern wo du warst. Na, nur Privathaus. So. Ja, muss man mal einbrechen, das ist. So. Echt jetzt? Also du darfst da nicht runterfallen, du brichst dir den Fuß, so wie ich gerade. Von oben bei unserem Haus dann, also von der Ja. Base. Ja. Aber das war der gesprochene, der verstauchte Fuß wahrscheinlich, glaube ich. Haben wir eine Schiene? Haben wir eine Schiene? Ich hab doch, ich meine, ich habe doch da irgendwo mal eine Schiene gesehen. Oder haben die da Ratsam schon mit? Nein, ich habe keine Schiene mit. Hätte ich vielleicht sollen. Nee. Schiene, Stoff, Holz, Klebeband. So. Stoff, Holz habe ich, Klebeband haben wir. So. Eine leere verstärkte, also eine verstärkte Waffenkiste geöffnet. Drinnen in der verstärkten Waffe ein 1er-Compound-Bogen. Ist schon eine Frechheit teilweise, was da momentan abgeht. Da haben wir alles, da haben wir auch alles. Muffiger Rucksack genug. So, genau. So, hier drinnen noch.
da kann ich mich nicht mal... Ah, weil ich kein Holz dabei habe. Gut, gleich habe ich Holz. So. Da, Rezepte. Ja, okay. Oh. Die will sich unterhalten. Hm? Mist. Oh. Zuerst mal einen Verband und auf Stichwort die Krankenschwester. Ich hab doch da alles. Okay, ich hab nicht alles geklärt. So, das sind wir noch. Oh, wieder ein Baseballhelm. Mit der Axt den Schädel gespalten. Sehr schön. Das ist wichtig. So. So, jetzt endlich rauf. Und das geht nicht, weil... So, jetzt war ich eine ganze Zeit lang leise. Ja. Also, die erste Ebene ist jetzt fast fertig. Wir haben, hoppala, nein. So, da. Wir haben die Leiter drin, wir haben die Eisenklappen oben drauf. Wir werden jetzt die Vierecke hier oben erstmal zumachen, weil vieles davon... nicht so offen bleiben muss, sondern ob die Scheibe einfach nur so aufgebaut ist. Wir werden danach gucken. Wow, da wäre ich fast wieder runtergefallen. Dann hätte ich mich aber geärgert. Das Ganze von unten her noch zu verstärken, dass uns das Ganze immer nach oben was aufbauen und nicht weggeht, beziehungsweise um dann auch später etwas Kleines etwas da drauf zu bauen. Und das Ganze nicht irgendwie zusammenkracht. Besonders etwas, was den Retzern freuen wird. Ja. Damit er dann nicht mehr so weit laufen muss. So. Deswegen werden wir jetzt auch hier diesen kleinen Zaun nehmen. Und als Bodenlatten einsetzen. Auf allen Bereichen, wo wir es nicht brauchen. Nur für Retzam. Weil Retzam ist derjenige, der dann alle zwei Tage eine Schiene braucht. Ja. Deswegen bin ich ja auch die Treppe runtergefallen. Nein. Spaß beiseite. Ihr habt ja gesehen, 7 Blöcke hoch. Heißt Absturzgefahr, tut heftig weh. Aus diesem Grund, wie gesagt, den Zaunen. Wenn wir später dann irgendwas bauen, ist dieser Zaun relativ schnell weg. Optisch sieht er auch nicht so schlecht jetzt aus. Hoppala, da habe ich einen falsch gesetzt. Als dass man sagen würde, kann man nicht so lassen. Finde ich schöner, als wenn man das Ganze mit Platten wegmacht. Hat auch nicht so super viel Leben, somit kann man das relativ schnell wieder abbauen. Hm. Ja, mal gucken, was Retzam sagt, wenn er dann da ist. Ja, ja. Ich werde das alles genau inspizieren, mache mir eine ordentliche Revision drüber. Mhm.
soll er mal versuchen. Ich werde ihm dann auch was erzählen. Ach, schon wieder. So, Geierbaseball, eine meiner liebsten Sportarten. Jetzt aber. Dafür bin ich schon besser. So, jetzt soll er mir mal zeigen, wie er hier raufkommt. Jetzt muss ich da mal auf die... Ach, eh in dem Haus hier. Da. Oh, ich muss mal die Lampe hier anmachen. Oh, es ist gerade so dunkel im Zimmer. Oh, ich sehe ja was. Nein. Block falsch. Egal. So, also hier. Hier. Ah, mühsam. Jetzt suche ich, wie verzweifelt, dieses Rufzeichen, plündere das ganze Haus und finde das Rufzeichen nicht, das im Haus angezeigt wird. Ja, es ist aber oben drauf. Auf dem Haus oben drauf? Ja, da kann man lange suchen. So. Ja, okay, die Quest könnte ich jetzt annehmen, aber dann fehlt die bei dir, das will ich nicht. Ja, das weiß ich eben nicht. So, weil er hat gerade geschrieben, wenn ich das jetzt aktiviere, du bist out of range. Ja, ich muss ja jetzt nicht annehmen. Super Loot gefunden, ganz toll. Ist auch schön ordentlich. So. Mich da noch rein. Es ist so nervig, diese... Wir müssen übrigens... Müssen wir? Ja, müssen wir. Ach Mensch, jetzt bin ich genervt gerade. Gut, wenn wir das müssen, dann müssen wir. Dann jetzt gleich. Dann bis gleich. Tschüss. Bis gleich, tschüss.